ETCS-Einführung. Willkommen zur Lokführerschulung. Hier werden wir die Sicherheitssysteme des RBB RABE 523 behandeln. Steigen Sie ein, um zu beginnen. Alles Lächeln, das machen wir gleich. Und aber als allererst und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag hier zu TSW 2, der Zentralschweiz von Luzern nach Soucy. Wir sind immer noch mitten in der Einführung. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viele Szenarien es hier eigentlich gibt und was uns alles noch hier erwartet. Wir haben jetzt so ein bisschen die Einführung bekommen, natürlich selbstverständlich von dem Paket an sich, von Luzern, wo wir uns da so einen kleinen Einblick machen konnten. Okay, uns erwartet jetzt eine Strecke von 25 Kilometer von Luzern nach Soucy. Dann haben wir in der zweiten die Einführung gehabt von den RABE 523. Da sind wir vom Betriebshof Luzern in den Hauptbahnhof reingefahren und jetzt geht's hier mitten weiter, wo auch immer wir eigentlich hier sind. Zumindest nicht in Luzern. Es könnte sein, dass wir gerade schon Endstation Soucy sind. Wir können ja mal gucken, ob wir hier irgendwo eine Haltestelle finden und dann gehen wir gleich mal natürlich in die Markierung. Wo sind wir hier? Junge Frau, wissen Sie, wo wir sind? Aber schön hier. Das ist auch mit ein Grund gewesen, warum ich hier unbedingt die Schweiz haben wollte. Oh, guck mal hier. Zeitung. Wunderbar. Warum ich unbedingt eigentlich hier in die Schweiz wollte. Ah, wir sind schon bei der Endstation Soucy. Also zumindest auf der anderen Seite der S1, nämlich denn wir haben hier leider Gottes nur die S1-Linie bekommen. So, Türen entriegeln, weil eine Tür an sich hier oben haben wir ja nicht. Ich habe leider in der letzten Folge noch nicht herausfinden können, wo ich hier Licht anmachen kann. Das ist noch so ein bisschen für mich ein riesen Fragezeichen. So, wir haben auf alle Fälle eine Taschenlampe, dann können wir hier nämlich mal so ein bisschen reingucken. Bereiten Sie den Zug zur Abfahrt vor. Vielleicht zeigt er mir das jetzt auch mal, wo ich wirklich die Lichter mal machen kann. So, freischalten. Türen schließen. Richtungswende auf vorwärts. Leistung, okay. Bisschen die auf Bremse. Zugbremse lösen. Na gut, das ist halt nur Formsache. Das müsst ihr nicht machen, um erst loszukommen, denn es geht einfach nur darum, dass ihr nicht voll wegrollt. Stellen Sie den V-Soll auf 100 km/h. Okay. Bis dahin fährt er nur nicht drüber. Bin ich mal gespannt. Wie viel geht denn hier eigentlich? Wie viel geht denn hier eigentlich? So, wir haben... Drücken Sie die ETCS-Umschalttaste, um das Sicherheitssystem einzustellen, mit dem der Zug gefahren. Also 160 km/h ist angeblich jetzt das Maximum, was er hier fahren kann. 100 km/h sollen wir ja erreichen. So. Okay, aktivieren Sie den ETCS-STM. Der ist aber gar nicht da so abgebildet, ist ja komisch. ETCS Level STM übernimmt die Verwaltung der im Zug verbauten Sicherheitssysteme. ETCS ausgenommen. Das Integra Signum Sicherheitssystem ist ebenfalls in diesem Zug verbaut. Mehr Informationen über dessen Funktionsweise können Sie im Handbuch finden. Gut, das ist ja schön. Schalten Sie nun ETCS Level 0 ein. Auf schalten Sie jetzt ETCS Level 1 ein. Bestätigen Sie die Aktivierung des ETCS Level 1. Das System initialisiert den Staff Responsible Modus. Sobald der Zug eine Balise überfahren hat, wechselt es zu Full Supervision. Wenn Sie ein Signal mit einer Geschwindigkeitsankündigung passieren, wird das System im Zug eine Bremskurve berechnen, der Sie als Lokführer dann folgen müssen, um rechtzeitig zum Stillstand zu kommen. Das gilt ebenfalls für stationäre Geschwindigkeitsbeschränkungen entlang der Strecke. Okay. So, nutze den Leistungsregler, um die Geschwindigkeit von 100 km/h zu erreichen. Das machen wir natürlich gleich. Ich will aber erst einmal kurz mal gucken. Wie gesagt. Zuglichtwert, Zugbremse lösen. Das war die Zugbremse. Wo ist denn hier? Ah, hier die Knöpfe. Okay. Manometer, das war mal ein bisschen heller, das war wenigstens hier. Aber ich habe noch nicht die Lichter gefunden. Das war, glaube ich, der Scheibenwischer, genau. Sonst hätte ich noch vielleicht gedacht, hier in dem Bereich, aber ich kann die Knöpfe nicht aktivieren, sonst wäre es vielleicht Zug gewesen.
Stromabnehmer. Das ist der V-Soll. Warnsignalhorn. Das können wir hier nicht berühren. Das ist der Ventilator. Da können wir aber nichts einstellen. Aber nichts mit Lichtern. Ah, doch! Okay. Und hier vielleicht? Nee, parken nicht. Aha. Okay, Fahrgastraumbeleuchtung. Entkoppeln war hier, glaube ich, 3 oder 4 Mal. Spitzensignale. Warnlichter ein. Nein, aus. Habe ich hier eigentlich keine Lampe hier oben irgendwo? Nee, ah, hoppala. Entschuldigung. So, ich stehe gerade. Denkt sich wahrscheinlich aus, aber hat er jetzt eine Taschenlampe an. Ich finde die aber wirklich, ich will, also anscheinend hier hat es geklappt. Ja, hier sind Lichter an, das ist schon mal sehr gut. Aber hier will ich ganz gerne ein paar Lichter anmachen. Wo ist denn Titti hier? Na gut, ist auch vollkommen egal. Wir werden erst einmal auf Geschwindigkeit gehen. Ich finde es aber auch schön, wie der jetzt hier so ein bisschen abgeht. Weil er zieht ordentlich an, wa? Finde ich jetzt persönlich. Also für eine S-Bahn schön. Volle Leistung, was passiert da? Eigentlich nicht viel, so. Bis auf 100 km/h sollen wir beschleunigen. Wie gesagt, das V soll regelt das sowieso runter. Da müssen wir jetzt gar nicht viel machen. Der regelt von alleine, denn ab 100 km/h das auf die Maximalgeschwindigkeit lässt also nichts weiter zu, dass wir noch schneller fahren können. Können wir natürlich dann einstellen, indem wir dann halt wirklich hier zum Beispiel den V zum Beispiel erhöhen oder niedriger machen. Folgen Sie der Bremskurve nicht genau genug, wird eine Zwangsbremsung eingeleitet. Okay. So, Leistung auf 0. Das ist natürlich die Frage, wo sehen wir denn, wann wir bremsen müssen? Im ETCS Level 1 wird die Geschwindigkeit des Zuges permanent durch Balisen im Gleis überwacht, damit eine Geschwindigkeitsüberschreitung verhindert werden kann. Die Datenübertragung findet jedoch nur an den Balisen statt, sodass Sie als Lokführer die Signale weiterhin im Blick behalten müssen, da neue Informationen im ETCS möglicherweise noch nicht verfügbar sind. An einen Ort anhalten. Rotes Signal. Okay, alles klar. Bin ich mal gespannt. Dann würde er uns rein theoretisch gesehen vorher anzeigen, wann wir bremsen müssen, weil er auch eigentlich das rote Signal sieht, was vorher natürlich immer ein bisschen ein kleines Problem war. Wir mussten zwar von da oben achten, aber ich bin jetzt mal gespannt, ob er uns vorher Bescheid gibt oder es natürlich selber reguliert. Sieht auch ganz gut die Leistung jetzt gerade im Prozent. Die regelt er jetzt selber. Er ist nämlich gerade jetzt bei 100 km/h. Regelt das jetzt so ein bisschen. Das ist jetzt noch ein paar Kilometer, noch knapp 3 Kilometer. Ja, leider, wie gesagt, Kabinenlicht finde ich hier leider nicht. Seitenspiegelpedal. Okay. Wahrscheinlich die. Habe ich die jetzt ausgeschaltet? So. Ja. Ah, guck mal hier. Sieht man leider nicht so gut, aber der ist jetzt gerade zu uns gerückt. So, und jetzt einmal so. Haben wir denn hier irgendwo Lichter hier? Notbremse, okay. 2 Kilometer noch, ich bin jetzt mal gespannt. Ja, guck mal, er bremst, glaube ich. Achso, nee, er bremst jetzt selber ab, weil wir jetzt gerade eine kleine Neigung nach unten gehen. So, da wir das auf Level 1 gestellt haben, er müsste uns ja eigentlich Bescheid geben, wann und wie, wo wir bremsen müssen. Grundmaske, okay, ist die Geschwindigkeit. Ich bin jetzt mal gespannt, wa? Ich weiß jetzt echt nicht, ob der jetzt selber hält, wa? Hält er jetzt selber oder nicht? Nee, er gibt da jetzt hier nichts vor. Dann halten wir selber jetzt davor, jetzt halber. Also ich habe wirklich gedacht, der gibt uns ein bisschen Bescheid. Aber es ist schön zu sehen, die allgemeine Bremse jetzt hier beim Leistungsregler, die ist sehr gut, die ist schon ausreichend. Wir haben natürlich jetzt hier noch die Zugbremse, die können wir jetzt auch einfach mal
kurz mal hier drücken. Die können wir als Zusatz noch nehmen, aber brauchen wir jetzt nicht hier großartig. So kommen wir schnell zum Halt. Aber ich bin, wie gesagt, jetzt ein bisschen scheu gewesen, das dem Ganzen hier so ein bisschen zu lassen. Man sieht es ja auch. Also er müsste ja eigentlich normalerweise jetzt irgendwann abbremsen. Also von alleine eigentlich. Macht er aber nicht. Nee, macht er nicht. Also ihr müsst irgendwie trotzdem selber hier bremsen. Ich dachte, der gibt uns jetzt hier irgendwas vor. Und hier schön zum Halten kommen. Gut, haben wir. Ja, gut, der fahrt auch ein Stück vor. Natürlich. Hat nichts Besseres zu tun. So. Gute Arbeit. Damit sind die Grundlagen abgeschlossen. Mehr Informationen zu den Sicherheitssystemen in Handbuch. SBB RABE 523 können in unserem Handbuch angesehen werden. Ja, aber trotzdem, ich frage mich immer noch, bremst er wirklich von alleine oder nicht? Aber egal, wir haben, glaube ich, jetzt immer noch eine Goldmedaille bekommen. Ja, das ist auf alle Fälle gut. Das ist dann auch dann wieder die Mission geschafft. Wunderbar. Das Leben ist so wunderbar, denn ich bin YouTube-Star. Also teilt, liked und schreibt für eine besondere Zeit. Bis bald.